Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Days Gone. So, also es stehen ein paar Storys offen. Ich würde sagen, wir machen mit Das brauchst du nicht mehr weiter. So. Schön dich zu sehen. Wie geht's dir, Basch? Und zwar holen wir die Sprengschnüre aus Gissos Hütte, wobei mich jetzt mal interessieren würde, wieso gehe ich eigentlich davon aus, dass die Sprengschnüre überhaupt da in der Hütte sind? Oder ob er sie überhaupt mitgenommen hat. Aber ja gut, er wollte ja das Camp schützen. Und das heißt ja auch wiederum, dass man davon ausgehen kann, dass da auch gesprengt wird. Es geht aus Hütte. Mal sehen, was sich der Gute... Und ich habe diesem Arschloch vertraut. Der Arm sieht nicht gut aus, ich will es nur mal sagen. Schätze, Skizzo wird das nicht mehr brauchen. Wow, Skizzo hat einen spitzen Abschluss? Was? Ich wusste, dass er kein Gangmitglied war. Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Skizzo. Du. Ach, guck mal an. Hat der doch tatsächlich Bilder gemacht? Hat jetzt aber nicht gesehen, wie ich die Sprengschnüre eingesammelt habe. Ja, warum nicht? Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Klar, ich lasse aber die Tür auch noch offen. Na gut, natürlich. Am unauffälligsten ist man, wenn man am auffälligsten ist. Wieso habe ich eigentlich eine Hütte? Seit wann habe ich eine Hütte? Wieso höre ich das jetzt erst? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Ihr zwei standet euch immer nah. Ihr wart echt wie Bruder und Schwester. John, du wirst nie erfahren, wie sehr Busa dich vermisst. Ach, warte mal, das ist doch die Hütte, wo wir den... Ich zeig das mal, Eddie. Sicher ist sicher. Ach, genau. Da ist er dann. Nicht, dass sich das infiziert. Wir wissen, was das heißt. Ich kann das nicht mehr.
schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein scheiß Huf? Nein, Ellie? Du hast gesehen, was Boozer passiert ist. Ich kann das nicht. Es gibt Ellie. So viele Verwundete. Ellie. Und so viele sterben. Ellie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Ellie ist keine Ärztin. Okay, du bist also keine Ärztin, aber hast trotzdem Boozers Leben gerettet. Das sagt schon eine ganze Menge. Ja, was soll denn das? Die ganzen Sequenzen jetzt. Es tut mir leid, die sind einfach nur... Die tragen absolut nichts bei, finde ich jetzt gerade. Hey, Dick. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komm mit. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen, und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nie vergessen, er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du sie kannst sie wollen in Frieden nicht, ruhen, ich helfe ihnen dabei. Deacon, das kannst du und warum nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf. Und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt ein Flashback. Oh, doch nicht. Schade. Boozer, ich komme zum Tor rüber. Bist du bereit? Bin schon unterwegs, Bruder. Okay, ich bin fast da. Nettes Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizzo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Er hat schön sein Messer dran. Sehr gut. Wobei ich es während der Fahrt ein bisschen unpraktisch finde. Ach, verdammt, Skizzo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, Sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Und beigebracht. Ein Pferd. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, hm? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Wow. Scheiße. In Deckung! Er hört sie nicht. Na, er versteckt sich. Auf ihn! Noch mehr Ripper. Oh Mann, das sind noch ein paar. Ich hab sie. Klingt etwas mitgenommen. Na gut, Haltbarkeit 70%, das reicht noch ein bisschen. Naja, unbemerkt war das ja. Wir müssen jetzt nach Süden! Ich komme schon! Ja, geil, ich hab richtig die Brandverletzung. Nein. Okay. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trag den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Rose. Komm, du hältst mir mit Skissos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Bosa, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut, dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Okay, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den Dampf von überall einsehen. Ich warte hier, bis du oben bist. In Ordnung. Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Ja, unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Bruder. Ach, egal. Los, los!
soll die erste Ladung hin. Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Okay, ich bin fast da. Okay, jetzt die erste Ladung. Fertig. Wow. Okay, dann gehe ich jetzt zur nächsten rüber. Gut gemacht, Bootsman. Weiter so. Machst du das? Einfach deinen Arsch. Das war jetzt der zweite Sprengsatz. Gut, verstanden. Ich bin beschäftigt. Machst du das? Ich hab sie. Ach, ich habe endlich Munition. Sehr gut. Was zum... Ein paar Ripper weniger. Gut gemacht. Los, ja, tatsächlich schon endlich Muni. Das sind Ripper. Ich mach das, Muse. Wow. Ich kannte das große Ding Druckrohr, unten am Fuß des Damms. Ah, okay. Ich geh mal rüber. Okay. Dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Siehst du? Ganz einfach. Dick. Ja. Au. Nein, weg von mir. Ich sehe sie. Du musst sie von mir fernhalten, sonst fliege ich mit dem ganzen Kram in die Luft. Ja, da hätten wir auch. Ich versuch's ja, Bosa. Das Loch im Damm. Vierte Ladung. Okay, das war der letzte. Lauf, Bosa! Ich mach ja schon so schnell ich kann. Die Endmaschine nach ihm. Bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse, ja.
das war eine echt großartige Leistung. Ja, ich dachte ein paar Mal, ich wäre geliefert. Das tut mir echt leid. Was zum Teufel redest du denn da? So lebendig war ich nicht mehr seit... Oh, Scheiße. Weißt du noch diese Sache mit der Horde in Tamelo? Wir sind noch nicht fertig. Wie viele haben wir erwischt? Keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Beste wohl bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten. Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier, das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Wie gesagt, direkt hinter dir. Scheiße. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Sünder mit sich. Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es geht du hier weißt, stramm auf das meine. Ende zu. Scheiße! Mehr Rapper! Die Verirrten kommen! Komm, komm schon, ihr Fressive! Linke Seite! Linke Seite! Ja, ich mach. Nein! Nein! Da ist auch ein Typ, auf den könnt ihr doch auch losgehen. Muss doch nicht immer auf mich sein. Ach, mit der Sniper macht's halt einfach Spaß. Warte mal. Das ist ein Freaker, oder? Oh Mann. Brecher. Gottverdammter Brecher. Oh ja, das ist ein Brecher. Hab dich. Ja, wenn er spielen will, das kann er. Mit dem Kopfschuss sind die gar nicht so stark. Stopp! Lasst mich und... Alter, was halten die aus? Ich geb dir Deckung! Setz den fest, ich zieh dich zurück! Deckung! Schnell in Deckung! Scheiße! Sie sind frei! Zu mir! Komm schon! Das ist der Letzte! Jetzt Jesse suchen. Oh ja! Bringen wir es jetzt endlich zu Ende!
Sind die Kerle noch durchgeknallt? Ach, verdammt. Du wirst da niemals hinkommen. Verdammt. Hier. Mist. Ich helfe dir hoch. Okay, hör zu. Wenn mir irgendwas passiert, dann ist ein Weg. Du musst... Nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay? Jetzt geh verdammt nochmal darauf und bring den Scheißkerl um. Steig jetzt hinab! Ich glaube, ich habe Drogen genommen. Bosskampf unter Drogen. Irgendwie denke ich gerade an kleinen Jesse Williams. Erinnerst du dich an das? Ich glaube, ich bin tot. Erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese Erinnerung. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, der hat noch Restenergie, der lebt noch. Ich sehe es. Ich sehe es. Was ist da los? Der Weg ist mir offenbar. Ja, mir auch. Ruhe in Frieden, Jesse. Was? Erledigt? Wieso ist er rausgegangen? Ja. Erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft. Ja. Es tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du? Doch ich muss sagen, Scheiße schaufeln, Unkraut zupfen. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Tja. Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keine. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja. Mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her. Ich dachte wohl mit meiner Elisabeth an deiner Seite und so. Was hat es da noch für einen Sinn, dir die Ohren voll zu heulen?
damals, als die Hölle losbrach, da dachte ich, du bist gar nicht da. Oh, das ist dir scheißegal. Verzeih den Ausdruck. Darum bin ich wohl hier. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich hoffe, es gibt dich. Ich hoffe, es gibt einen Grund für diesen ganzen Scheiß. Das war's. Wir reden ein andermal. Oh, Amen. Deke? Ja, Ricky hat mir gesagt, dass du hier bist. Oh! Es liegt nur an den verdammten Knien, weißt du. Darum habe ich so lange nicht mehr gebetet. Ja, ich bin kein sehr großer Kirchgänger. Und das war auch nach der Hölle in Sherman's Camp noch so. Doch jetzt, nach all dem, da dachte ich, tja, vielleicht wird es Zeit. Ich hatte keine Wahl, Mike. Oh, jeder von uns hat eine Wahl, Deke. Bis wir sterben. Es sind die oder wir. Es sind immer sie oder wir. Immer. Und genau deswegen sind wir verdammt. Weil wir nicht begreifen, dass wir jede verdammte Seele einschließt, die nicht nach elender Scheiße stinkt und uns fressen will. Na gut, weißt du was? Es passt dir vielleicht nicht, aber die Welt ist, wie sie ist. Ja, ist so. Beten ändert daran nichts. Sich etwas anderes zu wünschen, verändert leider gar nichts, Mike. Mit Wünschen hat das überhaupt nichts zu tun. Wir formen die Welt, wie sie ist, durch unsere Taten. Wir alle. Ich ließ ihn gehen. Schizo. Er hätte keinen fairen Prozess gekriegt. Du hast ihn laufen lassen. Ich schicke ihn fort. Keine Rückkehr. Scheiße nochmal, Mike. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da gemacht hast? Ja. Einen weiteren Mord verhindert. Und weißt du was? Es fühlt sich ganz gut an. Oh, die Ripper-Story ist immer noch nicht ganz fertig, sehe ich gerade. So, Servers Gedenkstein besuchen, Nero-Kontrollpunkt und ich war abgelenkt. Okay. Ah, da ist das Camp, das wir absaufen gelassen haben. So. Ach ja, das Ende der Welt. Okay. Fertigkeitspunkte habe ich auch einen freigeschaltet. Sehr gut. Und da werde ich mir jetzt erhöht die Munitionskapazität kaufen. So, mehr Munition für alle unsere Waffen. Das ist doch was Gutes. So, Leute. Ich würde sagen, wir haben gute Arbeit geleistet.
Aber wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als ob das Spiel jetzt zu Ende geht. Aber wir haben ja noch einiges an Stories, die noch nicht zu 100% abgeschlossen sind. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass... Ja gut, okay, hier Kopfgeld, Infizierenbeseitiger, ja, das kann ich mir vorstellen als Nebenmission, aber hier sind noch viele andere Missionen, die ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jetzt alles im Epilog abgehandelt werden. Also dann wäre es doch schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Naja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, bis dann und ciao.